Die Infos sind ja auch gut für die anderen Leute, aber ja. Perfekt. Da kommt noch keine Frage, das ist die alte Frage. Die Frage, die ich stellen möchte, die dann irgendwann gleich erscheint, ist, welche der folgenden Ausdrücke besagt, dass das x in einem offenen Intervall mit Mittelpunkt a und Länge 2 epsilon liegt. Also Sie haben ein x, das liegt irgendwo auf der reellen Achse, so, das ist die reelle Achse für x, da gibt es einen, es gibt irgendwo ein a, es gibt um a ein offenes Intervall der Länge 2 epsilon und es gibt hier verschiedene Ausdrücke, zum Beispiel dieses x, das Element und diese Klammern, da haben Sie was zur Auswahl. Es kann eins, mehrere, gar nichts, alle richtig sein. Sie haben zum Beantworten zunächst mal beliebig viel Zeit. Ich denke mal 3 Minuten, das kommt ein bisschen darauf an, was Sie da, wie schwierig das ist, sich einzuloggen. Sie dürfen auch gerne diskutieren. Machen, bitte, bitte überzeugen Sie Ihre Nachbarn, die Nachbarin, was richtig ist. Oh, das ist ja ärgerlich. Das ist diese blöde Formel. Ja, das ist die gleiche Reihenfolge. Okay. Ärgerlich. Frage, kann man die lesen? Haben Sie schon abgestimmt? Ich will mal gucken, ob es funktioniert. Ich habe noch nicht abgestimmt. Ich bin noch. Hat irgendjemand schon abgestimmt? Funktioniert das gut? Okay. Weil noch niemand Participant. Ich dachte, da ist bestimmt ein Fehler. Das ist gut, das ist gut. Thank you.
Okay, ich gebe Ihnen noch ein Minütchen. Eine Minute. Brauchen Sie die überhaupt noch? Sie brauchen die noch, okay, okay. Okay, wir haben also einen deutlichen Favoriten, das ist die Nummer 2, das hier. Wie viel Prozent haben denn das eigentlich gesagt? 3/4. Sehr gut. Das ist, also was wir wollen, ist ein Intervall um A herum, Mittelpunkt ist A und dann soll es nach links und nach rechts Epsilon weit gehen. Also was auch immer Epsilon, also es soll insgesamt 2 Epsilon lang sein, das heißt es muss nach links Epsilon gehen und nach rechts Epsilon gehen und dann soll es ein offenes Intervall sein. Das heißt, dieser Punkt selbst ist nicht mehr drin, den malen wir dann so oder alternativ andere malen das so. Ja? Das ist das Intervall, was gesucht ist. Und das ist genau das hier. Das fängt links bei Epsilon minus A an, also bei A minus Epsilon. Dieser Punkt ist A minus Epsilon, dieser Punkt ist A plus Epsilon. Und deswegen ist es genau dieses Ding. Das hier ist lustig, das fängt bei A an und dann geht es zum Punkt 2 Epsilon. Das geht nicht mal, ist nicht mal um Epsilon verschoben, ja, sondern das geht zum Punkt 2 Epsilon. Das ist ein ganz komisches Intervall, da wissen wir gar nicht, wie lang das ist. Also die Länge ist das minus das, ja. Das haben Sie aber auch fast nicht angekreuzt. 13%, das ist eigentlich zu viel. 15% hat das hier angekreuzt, da habe ich sie reingelegt, weil man denkt ja hier 2 Epsilon, aber das wird ja doppelt so lang, ne, weil das ist ja nach links und nach rechts 2 Epsilon. Und deswegen ist das leider etwas zu groß, ist auch ein schönes Intervall an sich. Dann haben wir, ist das eigentlich die einzige richtige Lösung? Was ist denn mit dem Ding hier? Das sieht doch auch gut aus, hat zumindest 13% gefallen, 7 Leuten gefallen. Das ist kompliziert gemacht, dann nimmt man erstmal die ganze Achse, also das ist falsch, das ist richtig. Dann nimmt man erstmal die ganze Achse oder nimmt man was weg. Man nimmt alles weg von minus unendlich bis a minus epsilon, also bis dahin alles weg, was da links von ist. Und man nimmt auch alles, was rechts davon ist, weg. Das sieht schon mal gut aus. Das heißt, es bleibt ja nicht mehr viel übrig. Aber genau. Sie nehmen den Punkt a minus epsilon nicht weg, weil der ist nicht darin enthalten. Das hier ist offen. Wenn Sie von r dieses offene wegnehmen, dann bleibt dieses a minus epsilon noch drin und das soll aber nicht mehr drin sein. Das heißt, das hier ist auch falsch. Es ist nah dran, aber die Enden sind nicht. Das sollten Sie lernen hier. Was ist mit dem da? Wie sieht das aus? Das ist super kompliziert. Wer hat das denn ausgewählt? Auch 7. Haben Sie das gesehen? Ist nicht Element. Ja? Einerseits, weil es halt nicht Element ist, ist es draußen, und andererseits ist es ein geschlossenes Intervall und kein offenes. Ja? Ist es jetzt richtig oder falsch? Falsch. Das war vor und letzter. Da oben. Also, ich würde sagen, es ist richtig, weil man nimmt ja, also man sagt ja, dass es nicht in R ohne die gesuchte Menge ist. Richtig. Richtig, das nennt man auch von hinten durch die Brust ins Auge. Man nimmt erst alles, dann nimmt man das Geschlossene weg. Man nimmt das Geschlossene weg. Das heißt, wir nehmen den Punkt auch weg.
Und dann sagen wir, es soll nicht da sein. Es soll nicht da drin sein, wir haben es ja weggenommen. Also darf er da sein. Da darf er aber nicht sein, richtig. Da darf er ja gar nicht sein. Moment, ich muss mal gucken, ob ich das richtig gemacht habe. Ich habe das ja eingegeben. Oh, oh, dürfen Sie nicht sehen. Habe ich das bei, ist das auch die richtige Antwort da sozusagen? Die vierte. Warum habe ich das gemacht? Es geht, passen Sie auf, einmal muss ich... Wir haben R, in R ist der Punkt A, minus, A plus Epsilon drin. Wenn ich den abziehe, ist er nicht drin. Das heißt, A minus Epsilon ist hier nicht drin. In dem Ding ist der nicht enthalten. Und X soll auch nicht enthalten sein. Das heißt, X selbst darf das sein. Es ist ja nicht ausgeschlossen. Und das soll es aber nicht sein, weil es ein offenes ist. Das heißt, das ist auch falsch. Wer auch immer das... Das heißt, das haben das Umgekehrte von denen richtig... Ja, ich habe es halt verkackt. Ist ja auch egal. Ja. Wenn das Intervall auf den Punkt abgeschlossen ist, dann ist er ja mit drin. Und wenn ich den dann abziehe, dann kann er ja nicht bei dem anderen auch mit drin sein. Es ist die Frage, ob Sie mit dem hier X nicht da drin, dem X verbieten, A plus Epsilon zu sein. Und das verbieten Sie ihm nicht, weil Sie nur sagen, es darf nicht in dieser Menge sein. Und in dieser Menge ist A plus Epsilon nicht enthalten. Also darf X das sein, weil... Hm? Es ist trotzdem von hinten durch die Brust ins Auge, aber das ist... Der da wiederum, den, wo sind wir jetzt? Den haben Sie, den haben 13. Das ist auch richtig. Das hier ist auch sehr schön richtig, weil das ist der Abstand. Ja, x minus a Betrag ist der Abstand von x zu a. So können Sie das merken, die Differenz zwischen den beiden. Wenn die gleich sind, dann ist x genau drauf, gar kein Abstand. Wenn x 3 größer ist als a, ja, dann ist halt x minus a sich 2a, ja, das ist halt nach rechts der Abstand. Wenn es umgekehrt ist, das andere Vorzeichen, das Betrag killt das wieder. Ja? Dieses Ding ist der Abstand zwischen den beiden. Habe ich das gut gesagt? Nicht so gut. Ne? Wenn das hier ist das a und Sie nehmen jetzt hier x und die Differenz ist dieses Stückchen. Könnte auch negativ sein, wenn das x da liegt, aber durch den Betrag vergessen Sie das Vorzeichen wieder. Das heißt, es gibt durch das Minuszeichen den Betrag immer den Abstand. Und der Abstand soll kleiner sein als Epsilon und das ist genau das, was wir wollen. Wir können bis dahin gehen, aber nicht ganz da, weil es kleiner als Epsilon sein soll. Ja, ja. Aber das ist ja nicht unbedingt das Leben auch, was A unbedingt in der Mitte von diesem Intervall liegt, oder? Doch. Das heißt, Sie können nach links und nach rechts Epsilon gehen. Und damit ist das A in der Mitte. Sie haben einen Punkt A, wo auch immer, und Sie können nach links und nach rechts gleich weit gehen, nämlich Epsilon weit. Dadurch ist das A in die Mitte gerückt. Sie haben nicht zuerst die Epsilons irgendwo und dann suchen Sie das A da drin, sondern das A ist halt irgendein A und dann bauen Sie das auf von der Mitte in beide Richtungen gleich weit und somit ist es in der Mitte. Der da mit dem Plus ist nicht der Abstand von den beiden, deswegen hilft das nicht. Das wäre ein Intervall, was die Mitte bei 2 Epsilon hat und die Länge 2a. Und das hier mit größer ist sowieso nach außen, das ist das wieder nach außen. Das haben Sie auch gar nicht gewählt, sehr schön. Ja. So, haben wir fast alles richtig gemacht? Mich eingeschlossen. Das machen wir jetzt hier weg und weiter. Video, Projektor, aus. Und wir waren am Ende der letzten Veranstaltung bei diesem binomischen Leersatz angelangt. Und den konnte man irgendwie schreiben und dann habe ich Ihnen was erzählt, den kann man noch schöner schreiben, wenn man das Summenzeichen einführt. Reden wir mal kurz über das Summenzeichen und gehen dann zurück, wie man diesen binomischen Leersatz schön schreiben kann. Also, das Summenzeichen ist etwas, was Ausdrücke einfach nur kompakter schreibt. Ja? Kann das sein? Dann habe ich zweimal 1.4 vergeben. Nee, binomische Formeln habe ich überhaupt keinen Punkt gemacht. Das ist für mich eine Potenz.
Aber das können Sie so nummerieren, wie Sie möchten. Nehmen wir an, Sie haben diesen Ausdruck. 9 plus 16 plus 25 plus 36 plus 49 plus 64 plus 81 plus 100. Ein sehr, sehr langer Ausdruck, den Sie nicht sehr häufig schreiben wollen, weil er einfach so lang ist. Und dann denkt man, Sie sehen aber, der hat irgendeine gewisse Regelmäßigkeit. Erkennen Sie die Regelmäßigkeit? Quadrat habe ich schon gehört. Genau, das sind immer Quadrate. Ja? Das ist das Quadrat von 3, von 4, von 8, und, nein, von 5 und so weiter. Das sind quasi alle vollständig zwischen 3 und 10, hoffe ich doch mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alle Quadrate dazwischen. Und wenn Sie eine Summe haben, die so lang ist, die Sie nicht immer schreiben wollen, und die hat so eine schöne Struktur, dann erfindet man eine vereinfachende Schreibweise, nichts weiter ist das, und sagt, das hier ist das Gleiche wie, das sind alle Quadratzahlen, jetzt mache ich so eine, kennen Sie Programmieren, Vorschleife, eine Vorschleife? Das ist jetzt sozusagen die Zählvariable für diese Vorschleife, und das sind jetzt nicht die n, sondern das sind die Quadrate von diesem, den ich zähle, und dann zähle ich dieses n von dem ersten, der erste n-Wert ist 3, weil 3 dann Quadrat die 9 ergibt. Und der letzte ist, wenn ich 10 quadriert habe, dann kriege ich die 100. Und dazwischen sind immer einer Schritte. Das läuft also immer in einer Schritten von diesem Wert zu diesem Wert. Das hier unten heißt der Startwert. Startwert. Wie habe ich das? Oder Endwert. Des Index, das Ding hier, dieses n, ist der Summationsindex. Index. Das hier ist ein griechischer Buchstabe. Es gab doch einen Griechen dabei. Nur mal so Hallo sagen. Hallo. Das ist ein Sigma. Auch wenn das vielleicht irgendwie komisch aussieht, aber ich schreibe meine Sigmas, das große Sigma so. Steht für Summe, weil wir eine Summe haben. Genau, und das ist das. Ich hätte auch, wie Sie beim Programmieren wissen, eine andere Variable nehmen können. Ich hätte auch sagen können, das ist das gleiche wie k von 3 bis 10 k Quadrat. Dann, denn das heißt halt, ich nehme diesen Buch, ich nehme die, was hier die Variable ist, die da unten steht, die nehme ich und ersetze dann immer die Zahlen da rein und zwischen die ganzen Zahlen, zwischen die Ausdrücke, die ich bekomme, male ich ein Plus 2. Verstehen Sie die Notation? Sehr gut. Und mehr ist das nicht. Ja, das ist einfach, um das schöner schreiben zu können. Und da gibt es ein paar lustige Regeln. Zum Beispiel, da haben Sie schon die erste, Sie können das umtaufen. Wenn Sie lieber bei 1 oder so anfangen zu zählen, dann können Sie das auch machen. Das ist eine andere Regel. Sie können den Index verschieben. Ja, wieso ist das eigentlich schmutzig? Also verschieben. Verschiebung des Summationsindex. Also in dem Beispiel hätte ich sagen können, das ist das gleiche. Ich möchte gerne bei 1 anfangen zu zählen. Ja? 1, warum nicht 1? Wie muss ich das denn dann korrekt machen, wenn ich bei 1 anfange zu zählen? Das soll das gleiche rauskommen, aber ich möchte nicht bei 3 anfangen zu zählen, sondern bei 1. Wie jeder gesunden. Ja? Wo Klammer? Hier Klammer auf. Das ist genau das, wo man immer sich verknotet. Wir müssen einfach überprüfen. Und man macht einfach mal, so wie, wenn ich das mache, dann rate ich so wie Sie, einfach mal ein paar Zahlen da reinschreiben und gucken, ob es passt. Ja? Jetzt setzen wir die erste Zahl ein, k gleich 1 da ein, dann ziehen Sie 2 von ab, dann sind Sie bei minus 1, das ist nicht die 3, die wir wollten. Und dann sehen Sie, ah nee, war doch nicht minus, war ja plus. So, das heißt, das ist halt tückisch, man macht hier weniger, aber da muss man mehr machen, ja, weil da kommt zum K nichts mehr dazu, da sind wir beim ersten schon bei 3, da müssen wir hier auch bei, N ist ja auch, N hilft ja auch nicht, K muss das sein, da sind wir hier dann auch bei 3. Und, genau, und oben muss es auch runtergehen. Die beiden hier gehen in die gleiche Richtung, wenn Sie da unten 2 abziehen, müssen Sie oben 2 abziehen, damit die Anzahl die gleiche bleibt, beide
beide Grenzen rutschen in die gleiche Richtung um den gleichen Betrag. In dem Fall 2 nach unten. Dann muss der Index hier um 2 nach oben gehen, damit das funktioniert. Ja? Allgemein schreiben wir das so, wenn wir irgendeine Summe haben, n von a bis b, über irgendeinen lustigen Ausdruck, das hier sind jetzt meine Quadratzahlen, aber ich möchte halt eine allgemeine Regel formulieren, dann schreibe ich das. Das ist das Gleiche, als wenn ich jetzt hier irgendwas addiere. Ich will das im Skript, wie habe ich das denn da genannt? K habe ich das genannt, wie goldig. K minus K und dann kommt hier eben B minus K, A N plus K. Dieses K ist natürlich jetzt kein Summationsindex, das ist wieder zum Verwirren. Das ist jetzt irgendeine Konstante, die Sie hier abziehen und da addieren Sie es drauf. Da haben wir das Beispiel gemacht. Okay, kann sehr hilfreich sein, wenn man damit rechnen will mit diesen Summen. Nächste Regel ist wahrscheinlich eine konstante Summe. Ja, konstante Summe. Gesundheit, ja. Ja, konstante Summe ist ein bisschen dumm eigentlich. Konstanter Summand muss das heißen, aber ist egal. Konstante Summe, Sie haben die Summe von n von irgendwo bis irgendwo und da steht irgendeine Zahl drin. Aber die Zahl weiß gar nichts von dem n. Das ist immer das Gleiche. Was hier steht, ist eigentlich a plus a plus a plus a für alle Werte von n von 1 bis groß n. Weil das Ding nichts von n kennt, sind die alle gleich. Was kommt dann raus? A mal n, genau, so viele haben sie halt und dann mal das a. Ja, es ist nichts Besonderes, aber man muss es halt einfach einmal gesagt haben. Etwas lustiger ist, wenn Sie einen konstanten Faktor haben, das nennen wir vornehm mal Distributivgesetz. Ja, wenn Sie eine Summe haben, ist egal von wo bis wo die geht und jeder Koeffizient hier, jeder Summand hat einen Koeffizienten und das ist der gleiche für alle. Die Koeffizienten hängen von n ab, aber da gibt es eine Zahl, die haben alle davor stehen. Dann können Sie auch zuerst die Summe bilden von den Dingern, ohne den Koeffizienten zu schreiben. Dann wird die Summe kleiner im Allgemeinen, na gut, je nachdem, was das c ist. Also sie wird halt ohne diesen Faktor. Und dann korrigieren Sie das nachher, indem Sie das c davor malen. Das Ding sieht vielleicht gefährlich aus, vielleicht auch nicht, ist aber das gleiche wie c a1 plus c a2 gleich c mal a1 plus a2. Ja, hier heißt es, summieren Sie erstmal die Dinger mit dem c auf und da heißt es, summieren Sie es auf Multiplikation. Das kennen Sie, ja, Distributivgesetz. Sieht jetzt ein bisschen so aus. Dann haben wir noch ein schönes Gesetz. Das ist, wenn jeder Summand eine Summe ist. Jeder Summand ist eine Summe oder eine Differenz, das geht natürlich auch. Eine Differenz ist ja nicht schlimmer als eine Summe, außer dass das Vorzeichen anders ist. Das heißt, Sie haben hier Summe an plus oder minus bn. Das hier sind die Summanden. Und die sind selbst eine Summe von wo auch immer bis wo auch immer. Dann können Sie auch sagen, hey, ich nehme erstmal die ersten, a, n, und dann die anderen, addiere die alle auf, über den gleichen Bereich natürlich. Und später nehme ich dann das Ergebnis von dem und bilde dann die Summe. Wenn Sie sich das hier so aufschreiben, wird das sonnenklar. Das ist ein Umsortieren der Summanden. Da gibt es keinen besseren Namen für als das da. Ja. Das ist halt a plus b plus a plus b plus a plus b. Und dann umsortiert ist hier a plus a plus a plus b plus b plus b plus b. So. Zeit. Die Frage ist die Zeit. Es gibt hier von Gauss, gibt es noch eine lustige Geschichte, ja, wie Gauss, ich weiß nicht, ob sie wahr ist, aber es ist trotzdem eine lustige Geschichte, da sollte er die Zahlen addieren, ja, Klein Gauss, Friedrich Gauss in der Grundschule oder wo auch immer. Lehrer wollte seine Ruhe haben, das können Sie mal gebrauchen, ja, müssen Sie gucken, ob Sie in Ihren Klassen dann einen Gauss sitzen haben. Addieren Sie alle Zahlen von 1 bis 100 auf. Kennen Sie die Geschichte? Nee, dann erzähle ich sie weiter. Also das dauert ja lang, ja? Das hat ja schon lange gedauert. Von 1 bis 100 dauert sehr lang. Und dann hat er aber gesagt, anstatt, weil der Lehrer gedacht hat, der wird wahrscheinlich 1 plus 2 plus 3
rechnen und immer wieder ausrechnen und neu drauf addieren, hat er seine Ruhe für 10 Minuten. Aber Gauss hat gesagt, hey, wenn ich die Reihe zweimal aufschreibe, also wenn ich sage 1 plus 2 plus 3 plus 4, alle Zahlen bis 100 aufschreibe und dann die Reihe nochmal drunter schreibe, aber andersrum. Das heißt, bei der 100 ist, drunter steht die 1, bei der 99 steht die 2 und so weiter und dann da, wo die 1 in der ersten Zeile stand, steht jetzt die 100 drunter. Dann ist spaltenweise gelesen, haben Sie überall 100 stehen. Ja? Sie haben so 101. Sie haben eine 1 und eine 100 macht 101. Eine 2 und eine 99 macht 101. Weil das so schön passt, ne? Von links und rechts kommt, haben Sie jetzt spaltenweise überall eine 101. Und 101 kann er aber schnell addieren, weil 101 addieren ist halt so viele 101, wie da sind. Und da sind jetzt 100 Stück. 100 Stück mal 101 kann ich auch nicht, ist 10.100. Und dann hat er aber gemerkt, naja, das ist ja einmal die erste Zeile und einmal die zweite Zeile. Das waren zweimal die Zahlen von 1 bis 100. Das heißt, das ist doppelt, das ist zu groß, also teilen wir es durch 2. Und dann sind wir bei 5050 und dann war er fertig und der Lehrer erstaunt. Das ist die Geschichte. Und das machen wir jetzt auch, wenn ich allgemein aufschreiben will. Wenn ich allgemein aufschreibe, ich sollte wischen. Wir wollen ja pädagogisch sein, ich wische. Merken Sie sich die 5050, kann eine Klausuraufgabe sein. Also, die Summe aller Zahlen von 1 bis n. Das ist jetzt nicht 100, sondern n ist halt n, irgendwas. Dann nehmen Sie einfach die erste Zahl, das ist die 1. Die da drunter steht, vom, wenn Sie zurückkommen, das ist halt die letzte in der Reihe. Die letzte ist das n. Das heißt, Sie summieren den ersten und den letzten. Das waren die 101. Dann multiplizieren Sie das mit der Anzahl. Die Anzahl, da steht es mal n, genau. Und dann haben Sie aber zu viel davon, weil Sie ja zweimal geschrieben haben, also durch 2. N. Das ist die Formel. Das Schöne ist, das funktioniert auch bei halben. Also bei ungeraden, sorry, bei ungeraden n's. Ja, machen Sie bei 3, probieren Sie es aus. Das ist, mit diesem halb passt immer, ja. Auch wenn es ungerade viele Paare sind, dann passt es trotzdem. Sie müssen es überlegen. Mathematisch ist das, wenn das eine gerade Zahl ist, dann können Sie die durch 2 teilen. Funktioniert, wenn das eine ungerade Zahl ist, dann können Sie die durch 2 teilen, weil das ist dann eine gerade Zahl. Das heißt, das wird immer eine ganze Zahl sein und nicht irgendwas Halbes. Und wenn wir jetzt noch super cool sein wollen, dann können wir auch sagen, was ist das von A bis B? Anstatt von 1 bis n. Beliebiger Anfang, beliebiges Ende. Das Ende, okay, ist das hier. Das heißt, wir müssen den ersten und den letzten addieren, a plus b, die Zahl der Paare. Das heißt, das ist, wie viel gehen denn dazwischen? Zwischen b und a ist b minus a. Sie wollen den ersten aber zählen, also noch einen dazu. Sie wollen den ersten aber zählen, noch einen dazu, ja. Stimmt das mit dem? Und dann halbe. Ach so, und das ist die Summe. Das ist die Summe n von a bis b. Nee. Wie kommen Sie auf Quadrat? Quadrat war schon lange. Das funktioniert nur, wenn Sie das ordentlich linear haben. 1 plus 2 plus 3 plus 4 und dann zurück. Weil sonst würden Sie paarweise sich nicht addieren. Ja? Bei Quadraten geht das nicht. Quadrat ist eine ganz andere Formel, viel komplizierter. Ja? Für das. Die Summe aller Zahlen von A bis B in einer Schritten. Also das hier ist A, weil das ist da, wo der erste ist, wenn n gleich A ist. Der nächste ist ein mehr als A. Das heißt, n ist dann A plus 1. Das schreiben Sie dahinter, A plus 1. Dieses A plus 1 ist der nächste in dieser Summe.
Und dann, und dann der übernächste ist A plus 2 und dann ist wieder A plus 3. Und irgendwann hört das auf, wenn das NB ist. Das heißt, es geht so weiter bis B letzte. Und dazwischen machen Sie Pluszeichen. Das ist das, ja. Das wäre die Notation. Das ist jetzt. Hier ist es halt nicht so ganz konkret. Ne? Wir hatten in unserem Beispiel 3 bis 10, aber in dem Fall ist es jetzt halt ein A. Und das erste ist dann das N gleich A und das nächste ist einer mehr. Wer hatte mich eigentlich gefragt? Ist es besser geworden oder schlechter geworden? Ein bisschen besser. Dann passen Sie mal auf, jetzt kommt eine Doppelsumme. Ich glaube, Sie müssen mal auf so ein Übungsblatt gucken. Also, Sie müssen erst mal zwei Sachen von den Dingen selber aufschreiben, glaube ich. Machen Sie so lange die Augen zu. Jetzt kommt die Doppel... Ne, man kann, wenn man fertig ist mit der... Also, wenn man über... Was ist denn mal... Ich will mal ein Beispiel aufschreiben. Mein Beispiel ist... M gleich 1 bis 2 N mal M Quadrat. So, das ist jetzt hier ein Ausdruck, der hängt von N und M ab und die Regel sagt, M soll laufen von 1 bis 2. Alles hinschreiben. Das heißt, ich schreibe im ersten Durchgang für M die 1 hin. Das heißt, ich habe N mal 1 Quadrat. Im nächsten, eigentlich können Sie die Augen wieder aufmachen. Das ist nämlich noch nicht schwierig. Im nächsten ist das M 1 größer geworden. Das heißt, 1 größer ist 2. Dann kommt also N mal 2 Quadrat. Im nächsten wieder 1 größer, also 3. Aber dann sind Sie schon zu weit, weil Sie sollen ja bei 2 aufhören. Das heißt, hier ist Schluss. Dazwischen über Plusse. Das wäre diese Summe. Das Schöne an dieser Summe ist, dass das Ding auch jetzt noch von N abhängt. Und Sie können das N benutzen, um nochmal drüber zu summieren. Sie können sagen, naja gut, dann nehme ich halt von dem nochmal N von 1 bis 3, habe ich, glaube ich, mir ausgedacht. Das heißt, hier ist jetzt Summe N von 1 bis 3. Das ist eine Doppelsumme. Und wenn Sie die erste ausgeführt haben, dann führen Sie die zweite aus. Und wir kennen ja schon, wie wir das machen. Naja, wir können das auseinanderziehen, müssen wir ja nicht. Wir lassen es so, wir schreiben das für n gleich 1. Ist also 1 mal 1 Quadrat plus 1 mal 2 Quadrat. Das ist dieser erste Term für n gleich 1. Dann kommt n gleich 2 plus 2 1 Quadrat plus 2 2 Quadrat, das sind 2 hoch 3 Potenzgesetze, plus 3 mal 1 Quadrat plus 3 mal 2 Quadrat, fertig. Ja? An welcher Stelle? Jetzt, nachdem ich das erste Mal ausgeführt habe, ist das hier rausgekommen. Das Ding hängt selbst von n ab. Das können Sie sich vorstellen wie ein an. Und das ist natürlich ein kompliziertes an, das sehe ich auch. Aber das ist halt vom Konzept her ein an, irgendwas, was von n abhängt. Und die Summe heißt, schreiben Sie das an hin ein paar Mal. Und für das n wählen Sie jedes Mal einen anderen Wert. Von 1 bis 3 in einer Schritten. Und das habe ich hier versucht zu machen. Das heißt, der erste Ausdruck ist, wo ich das n gleich 1 gesetzt habe. Deswegen ist hier und da eine 1 entstanden und diese beiden Einsen sehen Sie da. Wenn ich damit fertig bin, dann mache ich das für den nächsten Schritt 2 und dann kommt diese 2 hier und dann beim dritten kommt diese 3 und die 3 ist das Ende. Schreiben Sie mal ein paar davon auf und dann ergibt sich das. Das ist wirklich nur Notation, aber an die Notation muss man sich erstmal gewöhnen. Ich glaube, mit dem binomischen Leersatz, ich meine, der binomische Leersatz, wenn Sie die Summen verdaut haben, dann schreibt sich der halt auf so eine Art, dann können Sie die auch verstehen. Ja. Ja, ja. Wir machen noch einen Test.
Ich hatte da im Skript eigentlich noch ein Beispiel geschrieben, was ich übergangen habe, weil ich dachte, das geht so einfach. Mein Beispiel war L von minus 1 bis 2 L durch L plus 2. Schreiben Sie, was ist das? Ist keine Doppelsumme, ist einfach nur eine Summe. Ja? Schreiben Sie es mal. Was kommt denn da raus? Hat schon jemand ein Ergebnis? Ja, das habe ich auch. Mal gucken, ob ich diesmal richtig habe. Also Sie haben natürlich L eingesetzt, erst den niedrigsten Wert, das heißt minus 1 und minus 1 plus 2. Überall, wo das L steht, minus 1 einsetzen. Und dann der nächsthöhere ist, wenn L gleich 0 ist, dann haben Sie 0, 0 plus 2 und dann der nächsthöhere ist 1, 1 durch 1 plus 2 und dann haben Sie 3, aber was habe ich vergessen? 2 kommt noch, 2 ist 2, 2 plus 2 und das ist einfach Bruchrechnen. Ja? Das ist die Bedeutung. Hier ist eigentlich am allerschwierigsten, aber es kommt ein Sechstel raus. Okay, also Sie haben das auch, ja? Ja. Also das ist einfach nur Notation. Ja? Das, wenn Sie jetzt diese komischen Ausdrücke haben oder wie meine Quadrate und das zu lang ist, dann versucht man das als Summe zu schreiben. Je länger das wird, desto praktischer ist das. Ja? Man muss doch letztlich auch, wenn es bei dieser Runde den Quadratmax ist, einfach sein. Aber wenn das komplexer ist, dann muss man das bewegen. Man hat man es auch vielleicht gleich machen. Richtig, man muss natürlich die Regelmäßigkeit finden. Wenn man sie nicht findet, dann geht es nicht. Vielleicht gibt es ja auch keinen oder so. Summe der Primzahlen, schwierig. Hängt davon ab. Oft ist es so, dass man zuerst diesen Ausdruck hat oder mit diesen Ausdrücken arbeitet oder so. Dann muss man jetzt nicht noch die Regel raten. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Ich sage nur, dass wenn Sie diesen Ausdruck haben, dann können Sie ihn so schreiben oder so schreiben oder den so oder so. Das ist eine alternative Schreibweise. Und manchmal ist die eine, manchmal ist die andere praktischer. Wenn wir die Regel nicht raten, dann ist es nicht mehr praktisch. Dann können wir es nicht schreiben. Ja. So, komm wieder runter, Tafel. Eine Folge, wir sprechen von Zahlenfolgen speziell, ist einfach irgendwie so eine Sammlung von Zahlen.
Sie haben eine Ordnung, wenn Sie zählen, das ist eine Zahlenfolge. Es ist einfach, es ist von der Sprache eigentlich klar, was eine Folge ist. Ja? Mathematisch muss man es ein bisschen komplizierter machen. Da sagt man, eine Folge ist eine Abbildung von den natürlichen Zahlen in eine Menge. Das ist aber das Gleiche wie so eine geordnete Liste von etwas. Ja? Excel-Tabelle oder irgendwas, was Sie ordnen. Und wenn Sie diese geordnete Liste von oben nach unten durchlesen, dann ist das Ihre Folge. Und mathematisch ist halt eine Abbildung von den natürlichen Zahlen. Die natürliche Zahl ist sozusagen die Stelle in dieser Folge. Also wenn Sie eine Folge definieren wollen, ist eine Folge eine Abbildung von den natürlichen Zahlen n in eine Menge x. Und hier bei uns ist das x eigentlich immer die reellen Zahlen. Ich meine, es kann natürlich auch mal so eine Folge sein von natürlichen Zahlen, aber das ist eine Teilmenge davon. Sagen einfach irgendwas, was die Zahlen, die wir aufzählen können. Das ist eine Folge. Und so ein Folgen, und wenn wir das aufschreiben wollen, dann ist das so, wir nehmen das n, das ist aus n, und bilden das ab auf irgendwas an. Das ist das Folgenglied, ja? Folgenglied. Und zwar ist dieses speziell das n-te Folgenglied. Meine Folge ausgeschrieben hieß also a1, a2, a3, a4 und so weiter. Das hier ist diese Abbildung. Und durch diese Abbildung von den natürlichen Zahlen in die reellen Zahlen oder in diese Menge x führen wir halt diese Ordnung ein, dass nicht auf einmal a3 vor a2 kommt. Ja? Und man schreibt das, schreibe a n aus den natürlichen Zahlen. Das ist ihre Folge. Also zum Beispiel, war da eine Meldung? Nee. Beispiel, wenn ich mal die Folge, nur um das konkret zu machen, 1 durch n für n aus den natürlichen Zahlen. Das hier ist jetzt eine Folge. Und das ist die, wie sieht die, was sind die Folgenglieder? Das erste Folgenglied lautet 1. Genau, das hier wäre die Folge 1. Und dann kommt, weil n setzen Sie 1, das erste ist ja 1. Und dann fangen Sie weiter an zu zählen, aber nicht zu, also n gleich 2, aber muss man 1, 1 halb. Das nächste ist ein halb, dann kommt ein Drittel, ein Viertel und so weiter. Ist eine sehr schöne Folge, ist ein Beispiel einer Folge. Okay, ist sprachlich klar, ne? Was das ist. Und man kann die Folgen so definieren, wie ich das hier gemacht habe, dass es irgendwie direkt adressieren. Ich kann Ihnen sagen, kann fragen, was ist das tausendste Folgenglied? Und dann setzen Sie ein und sagen Sie, oh, ein tausendstel. Es kann aber auch Folgen geben, wo Sie das nicht direkt sagen können, was ist das tausendste, sondern Sie müssen wirklich von Anfang durchgehen. Und eine von die, ein Beispiel wäre zum Beispiel diese hier. Anderes Beispiel. Beispiel. Noch ein Beispiel, also A1, das erste sage ich soll 1 sein. Die erste Glied der Folge ist 1 und das zweite soll auch 1 sein. Und das dritte, alle weiteren, also A3 ist A1 plus A2, die beiden vorhergehenden. Und A4 ist A3 plus, na sagen wir A2 plus A3. Immer die beiden davor. Summieren Sie immer die beiden. Und so weiter. Und das a-nte sozusagen, sagen wir mal, das a-nte, sagen wir a-n plus 2, ist a-n plus a-n plus 1. Ne? Ich will ja nicht alle aufschreiben auf diese Art. Ich kann ja eine allgemeine Form angeben. Wenn das irgendeins, zwei weiter, ist das aus dem 2 davor und 1 davor. Ja? Aha! Das wäre meine Frage. Kennen Sie die Folge? Das ist eine berühmte Folge. Das ist die Fibonacci. Hat er schon geantwortet. Fibonacci-Zahlen. Und wenn wir das mal aufschreiben, was das ist, nur so, weil es Spaß macht, diese Folge hier, dieses an, ist, der erste war ja 1, der zweite war 1 und der dritte ist jetzt interessant, ist die Summe ist 2. Und der vierte ist die Summe aus den beiden, ist 3, die Summe aus den beiden ist 5, die Summe aus den beiden ist 8, die Summe aus den beiden ist 13, die Summe aus den beiden ist, weiß ich auch nicht, 21 und dann und so fort. Die wächst also sehr schnell.
Lassen Sie sich von Ihrem Übungsgruppenleiter mal die Geschichte von den Hasen erzählen, weil da kennen Sie, ne? Da gibt es nämlich eine Geschichte, die man sagen, erzählen kann mit Hasen und hat auch was mit Sex zu tun. Und die kriegen halt Junge und das ist eine ganz lustige Geschichte, aber die erzähle ich Ihnen nicht, das darf ich nicht. Weil die Kamera läuft. Ja, aber ich geniere mich. Und Sie können auch andere Folgen haben, wie die Primzahlenfolge, die schreibe ich jetzt nicht an die Tafel, die ist mir auch zu lang, da können Sie gar keine Rekursion angeben. Entweder absolut oder hier rekursiv oder aber durchs explizite Aufzählen. Es gibt verschiedene Arten. Wir machen das gerne so. Und, naja, und so. Tafel. Das lernen. Die Folgen, die ich so definiert habe, sind notwendigerweise unendliche Zahlenfolgen, ja? Weil das ist eine Abbildung von n. Es gibt natürlich auch endliche Folgen. Dann hört das dann irgendwann auf. Aber warum wir das besprechen, ist eigentlich, wir wollen wissen, was passiert mit den Folgen, wenn die Stelle immer größer wird. Also die Fibonacci-Zahlen zum Beispiel, die werden immer größer. Das wächst gegen unendlich, das hört niemals auf. Die andere da oben, die scheint immer kleiner zu werden. Wir wollen das Verhalten von diesen Folgen untersuchen im Unendlichen. Also wir schauen uns speziell die unendlichen Zahlenfolgen an. Deswegen machen wir das. Man könnte ja fragen, wozu diese Folgen? Und dann mit diesem Verhalten im Unendlichen kann man wieder ganz viele andere Sachen machen, was wir für unsere Analysis brauchen. Es gibt zwei ganz schöne Folgen. Ich überlege so ein bisschen, weil wir ein bisschen unter Zeitdruck stehen, aber ich schreibe sie Ihnen an. Die arithmetische Folge und die geometrische Folge. Ich meine, es gibt Folgen wie Sand am Meer, aber das sind zwei besondere Folgen. Die erste ist, dass man mit irgendeinem Element startet, man startet mit A1 und dann addiert man einen festen Wert drauf. Ja? Also arithmetische Folge ist A1 und dann ist A1 plus D. Und dann kommt A1 plus nochmal D, also 2D im Prinzip. Man könnte schreiben, man nimmt das vorherige und addiert nochmal d, aber das ist ja dann das gleiche, wie als hätte man a1 genommen und 2d addiert. Ja? Und das nächste ist dann a3, der da, plus d, aber a3 ist ja a1 plus 2d, also es ist a1 plus 3d und so fort. Also zum Beispiel die Folge der natürlichen Zahlen 1, 2, 3 ist eine arithmetische Folge mit dem Startwert 1 und der Differenz 1. Dieses Ding heißt der Startwert und dieses Ding heißt die Differenz. Wenn Sie also einen Startwert und eine Differenz vorgeben, dann können Sie sich die arithmetische Folge konstruieren. Ist die weniger spannende Folge von den beiden, aber weil sie so ähnlich ist wie das hier, ist es schön, die nebeneinander zu sehen. Die geometrische Folge hat auch einen Startwert und dann hat sie aber keine Differenz, sondern einen Quotient. Sie multiplizieren immer irgendwas da dran. Das heißt, der nächste ist A1 mal eine Zahl statt Plus. Und das ist dann irgendwie um einen Faktor größer oder kleiner. Diesen hier nenne ich den Quotienten. Quotient. Deswegen Q. Der Quotient ist sozusagen aus dem zweiten geteilt durch den ersten, bleibt das Q übrig. Und so geht es fort. A1 mal
A2 ist A. Jetzt können Sie es sagen. Nee, ich dachte, Sie gucken. Achso, ist ja doch richtig, genau. A2 mal Q ist A1Q Quadrat. Ja, sorry. Ich kann nicht mal sagen, es ist noch so früh. Es ist eigentlich so. Sie nehmen hier das zweite, Sie nehmen das zweite und multiplizieren mit Q. Und das ist das gleiche, als würden Sie jetzt dieses erste mit zweimal mit Q multiplizieren. Also stellen Sie sich vor, Q ist, der Quotient ist 2, wird immer doppelt so groß. Dann haben Sie hier irgendwie 1, dann haben Sie 2 mal 1, dann haben Sie 4 mal und dann 8 mal und so fort. Es ist A3 mal Q oder A1 mal Q hoch 3 und so fort. Die allgemeine Vorschrift ist hier, dass das AN, das A1 ist, plus N minus 1 mal D, wenn A1, setzen Sie 1, dann verschwindet das und bleibt A1 übrig. Und hier ist die allgemeine Formel, das ist das A1 mal Q hoch N minus 1. Das sind zwei Folgen, die man häufig braucht. Ja, man verdoppelt immer irgendwas. Ich habe eine Aufgabe mir ausgedacht. Nee, habe ich eigentlich geklaut, die Aufgabe mit dem Papierfalten. Ja, Sie nehmen jetzt ein Blatt Papier, zum Beispiel die Übungsgruppe 4, in die keiner will, und falten das in die Hälfte. Dann haben Sie, wie viel, vorher hatten Sie eine Lage, Startwert eine Lage. Dann falten Sie es auf die Hälfte und dann haben Sie 2. Was ist der Quotient? Jetzt hier haben Sie eine Lage 1, hier haben Sie 2, das heißt, es ist 2, was ist der Quotient? Es hat sich verdoppelt. Wenn das eine 2 ist und das eine 1, dann finden Sie Q raus, indem Sie 2 durch 1 teilen, bleibt 2. Es hat sich verdoppelt. Interessant wird es hier, wenn Sie es nochmal halbieren, nächster Schritt der Folge, dann haben wir 4, wir haben 4, und das ist jetzt das, was wir vorher hatten, mal 2. Jetzt haben wir nochmal, jetzt haben wir schon 6, 8, genau, wir müssen ja mal 2, nicht plus und so weiter. Das ist eine geometrische, wenn wir das falten und falten und falten, dann wird das eine geometrische Folge. Und Sie sollen mal ausprobieren, wie viel Sie das falten können. Gibt es auch so eine Geschichte. Ich erzähle viel zu viele Geschichten. Man kann es halt nicht so viel falten. Man kommt, glaube ich, bis 8 oder so, egal wie groß. Ich habe das auch schon mal. Jemand sagte, oh, man kann das nur 8 mal falten. Da gibt es irgendwie so ein Naturgesetz. Lalala. Natürlich muss das Blatt nur groß genug sein. Ich habe es mal mit einem Bettlaken ausprobiert. Kann man aber auch, haben Sie auch ausprobiert, nicht? Kann man auch nur 8 mal. Wir müssten alle unsere Bettlaken, wir sind ja schließlich 100 Leute hier, mal zusammennähen und dann würde man wahrscheinlich 9 hinkriegen. Also es ist nur eine Frage der Größe, ob es gibt, ja? Ja, wir können auch ein ganz dünnes Bettlaken nehmen, so diese IKEA-Dinger, und dann wird das noch besser. Also es muss sehr dünn sein. Und in der Hausaufgabe sollen Sie rausfinden, wie oft müssen Sie es falten, dass die Dicke von hier bis zum Mond reicht. Da, vorausgesetzt, Sie haben ein groß genug Stück Papier. Aber das glaube ich erst in der nächsten Aufgabe, weil man da Logarithmen braucht. Ja? Aber Sie sehen, das ist jetzt nicht einfach irgendeine blödsinnige Aufgabe, das hat was... Das hat Relevanz. Ja, geometrische Reihe trifft sie im wirklichen Leben. Ja. So, und jetzt will ich wissen, was passiert mit den Reihen, wenn sie das n gegen unendlich schicken, wenn sie hier in der Reihe immer weiterlaufen. Ja? Wie ist das Verhalten im Unendlichen? Und da definieren wir uns einen neuen Begriff. Wir sagen Definition. Ich glaube, ich habe sogar ein neues Kapitel gemacht. 2.2, oder? Das nennt sich dann Konvergenz und Divergenz. Also Definition ist, ich will die gleichen Worte schreiben, wenn eine Folge an aus den natürlichen Zahlen heißt konvergent wenn gegen, nicht nur konvergent, sondern genauer gegen den Grenzwert a
Der Grenzwert ist der, wo, was halt am Ende rauskommt, wenn man bei unendlich angekommen ist. Gegen den Grenzwert A, diese Folge konvergiert gegen den Grenzwert A, wenn dann und dann, nur dann für jede noch so kleine Umgebung um A ab irgendeinem möglicherweise sehr großen, ich meine die ganzen Worte brauchen wir nicht, ne? Ab irgendeinem N0 aus N alle AN mit N größer N0 oder größer gleich in dieser Umgebung liegen. Das sind die Worte. Jetzt kommt das Bild dazu. Das Bild ist viel klarer. Wir malen jetzt erstmal eine Folge auf. So, rot. Das sind halt irgendwelche, also das ist ja natürliche Zahlen hier unten. Hier, das sind die natürlichen Zahlen. N. Und für jeden kriege ich hier so ein AN. Ja? Hier oben male ich die ANs hin. Das heißt, ich kriege hier eine Zahl, die da nehmen wir, dann nehmen wir die da, dann nehmen wir die da, die da, die da, die da, die da. Und die springen halt hier so rum. Und wenn in jeder noch so kleinen Umgebung um eine Zahl A herum irgendwann mal alle drin liegen, dann heißt die Folge konvergent gegen genau diese Zahl. Jetzt muss man erstmal scharf drauf schauen und man sieht, ojo, die sitzen ja sehr nah hier an dieser Höhe. Das heißt, das hier ist die Zahl, um die sie herum liegen. Also sie malen sich hier ihr A ein, das ist ihr mögliches A. Sie müssen ja testen, ob das konvergent ist. Das soll ihr A sein. Jetzt bitten Sie Ihren Nachbarn, Nachbarin, eine Umgebung, um dieses A zu wählen. Wenn die Kollegin sehr nett sein will, wählt sie eine große Umgebung, denn dann liegen die sind wir alle drin. Wenn sie sehr gemein sein will oder wenn sie es spannend machen möchte, dann wählt sie eine noch so kleine, also sehr kleine Umgebung, so winzig. Und dann müssen wir herausfinden, liegen, wenn man nur weit genug nach rechts geht, hinter dieses N0 alle drin. Das ist jetzt, also ich male das jetzt mal hier. Das ist meine Umgebung. Und da ist noch einer, der ist draußen. Aber ab dahinter, da sind sie alle drin. Das hier ist mein N0. Ab diesem N0 sind sie alle drin. Hätte sie eine andere Umgebung gewählt, zum Beispiel eine, die noch kleiner ist oder so, dann hätte vielleicht der noch draußen gelegen und dann muss man halt ein Stückchen weiter nach rechts gehen. Aber die Aussage ist, wir nennen das Ding konvergent gegen diesen Wert A, wenn, egal wie klein man die Umgebung wählt, ab irgendeiner Stelle absolut alle da drin liegen. Und machen Sie es noch kleiner, dann müssen Sie vielleicht noch weiter gehen, bis Sie da drin liegen, aber irgendwann werden Sie drin liegen. Und machen Sie es noch kleiner, dann müssen Sie vielleicht noch weiter und so weiter, ja? Und Sie dürfen dann auch nicht mehr einen einzigen rauslassen. Wenn Sie den rauslassen, dann die müssen alle drin sein. Dann müssen Sie halt Ihr N verschieben. Dann muss das N darüber wandern. Und dann heißt es dann ab diesem N0. Wenn, egal wie weit Sie mit dem N0 gehen, es aber immer noch einen Fiesling gibt, der rausfällt aus der Umgebung, dann konvergiert sie eben nicht gegen diese Stelle, gegen diesen Wert A. Ja? Irgendwann müssen Sie wirklich alle drin liegen. Das ist die umständliche Definition, aber die genaue Definition für etwas, was wir jetzt nennen werden, die Folge strebt diesen Wert zu. Ja? Sagen Sie mir doch mal, wogegen strebt denn eigentlich unser erste Beispiel, dieses 1 durch n, 1, 1,5, 1 Drittel, 1 Viertel und so weiter. Wohin strebt das? Okay, so viele Hand, da. Gegen 0, genau, die werden immer kleiner, die werden nie negativ und so. Man müsste jetzt mal ausprobieren. Wir wollen mal gucken, ob wir das können. Wir probieren jetzt mal für diese Folge, wo Sie intuitiv natürlich recht haben, ob dieses Kriterium funktioniert, ja?
Also um das zu testen, müssen wir erstmal sagen, was eine Umgebung eigentlich mathematisch ist. Bei mir im Bild ist das halt diese, die grünen Linien. Mathematisch ist eine Umgebung ein offenes Intervall. Eine Umgebung U, Epsilon, A. Und jetzt erinnern Sie sich an meine Pingo-Frage, ist genau das hier. Ist ein offenes Intervall mit Mittelpunkt A und Länge 2 Epsilon. Also in Symbolen, unser U, Epsilon A, ist das, was Sie davon geraten haben, dieses offene Intervall von A minus Epsilon bis A plus Epsilon oder anders ausgedrückt ist die Menge aller reellen Zahlen, für die der Abstand zu A kleiner ist als Epsilon. Deswegen habe ich Sie das vorhin rausfinden lassen. Das ist jetzt das Gleiche wie diese grünen Linien, die Umgebung. Und jetzt wollte ich gerne bei diesem 1 durch n, bei der 1 durch n Folge mal gucken, ab wann die alle in so einer Umgebung liegen. Also Beispiel, wir nehmen die 1 durch n Folge und die Umgebung 0,01 um 0. Warum wähle ich hier 0? Warum gucke ich mir die Umgebung um 0 an? Genau, weil wir ja glauben, hat sie gesagt, dass das Ding gegen 0 geht. Also müssen wir gucken, ob alle Folgenglieder um 0 irgendwo liegen und deswegen die Umgebung um 0. Und das hier ist die Größe des Intervalls, was ich gewählt habe. Hätte ich auch noch kleiner machen können. Wir nehmen das einfach und gucken, wann die da drin liegen. Das heißt, das ist gegeben, die Folge, und wir suchen, ab welchem n 0. Also, ich schreibe es mal. Sie haben es im Skript, ja? Also, ab welchem n0 aus den natürlichen Zahlen liegen alle Folgeglieder in U 0,01 0. Dazu müssen Sie einfach dieses, also was wir machen müssen, ist, wir müssen gucken, ist der Abstand von 1 durch n und 0 kleiner als Epsilon. Epsilon ist das 0,01. Ja. Das ist der Abstand, das da, das ist mein A von der Umgebung, das ist das 1 durch n, was ich will wissen, wie weit ist das Folgeglied von 0 entfernt. Wenn es weniger von 0 entfernt ist als dieses Epsilon, dann liegt es drin. Das heißt, das ist die Gleichung, die ich nach n0 auflösen muss. Manche n's erfüllen das, andere erfüllen das nicht. Zum Beispiel n gleich 1 erfüllt das nicht. Wenn ich n gleich 1 habe, dann ist das hier eine 1 minus 0 ist 1, 1 vom Betrag ist 1, 1 ist aber nicht kleiner als dieses winzige Ding. Das heißt, das erste n erfüllt das nicht. Das zweite wahrscheinlich auch noch nicht und so weiter. Man muss halt sehr weit gehen, bis es das. Aber dann gibt es manche, die das erfüllen. Machen Sie das mal riesengroß, dann wird das funktionieren. Und wir wollen überprüfen, ob es irgendein N0 gibt, sodass dann alle weiteren drin liegen. Also, was ist das für eine Bedingung umgeschrieben? Das kann ich schreiben erstmal als 1 durch N, weil minus 0 ist nichts. Das sind positive Zahlen, da können Sie den Betrag weglassen. Das heißt, wir haben 1 durch n muss kleiner 0,01 sein. Jetzt multiplizieren Sie das n hoch und das rund, das sind beides positive Zahlen, deswegen dreht sich das Zeichen nicht um. Das heißt, Sie haben 1 durch 0,01 ist kleiner n oder n muss größer als, was denn, 100 muss größer als 100 sein. Das heißt, wenn n größer ist als 100, dann liegen wirklich alle drin in der Umgebung. Und damit haben wir gezeigt, naja, was haben wir damit gezeigt? Also eigentlich nicht viel, wir haben es ja nur für eine Umgebung gezeigt. Wir müssten das für alle, auch noch so kleinen Umgebungen zeigen. Machen Sie die Rechnung mit irgendeinem Epsilon und dann sehen Sie das. Sie brauchen nur sehr weit gehen und dann liegen Sie irgendwann sehr nah an der Null. Die Folge kann ich nochmal aufmalen. Also das hieraus folgt, dass das N0, was ich suche, ist 101.
meine Folge ist halt hier irgendwo 1, 1,5, 1/3, 1/4 und so fort. Die gehen halt wirklich darunter. Und wenn Sie eine kleine Umgebung wählen, müssen Sie weit genug nach rechts gehen, dann geht es rein. Verstehen Sie den Begriff der Konvergenz? Wenn Sie diesen ganzen mathematischen Krams nicht wollen, die brauchen Sie nicht. Es ist ein Angebot sozusagen. Wenn das anschaulich klar ist, reicht mir das. Man sieht es sehr schön, wie das konvergiert dahin. Und wenn man es sauber machen will, dann muss man es halt so machen, dann heißt es sauber formuliert, man muss sich eine Umgebung vorgeben und gucken, liegen die dann alle da drin, alle weiteren. Der Anfang ist mir egal, was beim Anfang passiert. Hauptsache, die liegen am Ende da drin, weil es geht mir darum, was passiert für große N. So, und wenn wir jetzt eine Folge haben, die gegen A konvergiert, dann schreiben wir das so. Schreibe. Also falls AN gegen A konvergiert, dann schreiben wir, dann schreibt man, sagen wir mal so, dass der Limes für Grenzwert von N gegen unendlich von AN gleich A ist. Das ist sozusagen, schieben Sie das N in Richtung unendlich, also immer größer, dann kommt am Ende das raus. Okay? Schieben wir es dahin. Das heißt, also Beispiel, Limes für 1 durch N, N gegen unendlich ist gleich, was denn? 0, genau, weil die gehen alle da nach unten. Sehr schön, das ist unser erster Grenzwert, so richtig schön aufgeschrieben mit Limes. Und wenn eine Folge gegen 0 geht, dann nennen wir sie Nullfolge. Es gibt nicht nur die einen, es gibt natürlich viele Folgen, die gegen 0 gehen. Zum Beispiel 1 durch n Quadrat, die geht auch gegen 0. Die gehen sogar noch viel schneller gegen 0, aber Hauptsache sie geht gegen 0, weil dann habe ich ja 1/4, 1/9, 1/16, immer meine Quadratzahlen nur unten im Keller. Also eine Folge heißt Nullfolge, wenn sie gegen 0 konvergiert. Und wenn sie das nicht tut, wie viele Tafeln kann man eigentlich in 90 Minuten vollschreiben? Ab. Ich will eigentlich gar nicht so viel schreiben. Definition, eine Folge die nicht konvergiert heißt divergent. Ja. Konjugieren? Ich dachte, ich habe mich verschrieben. Weiß nicht, was das ist. Alternieren oder sowas? Alternieren, ja. Nehmen wir mal das hier. Das kann ja auch passieren. Dann heißt sie divergent, weil sie dann ist nicht ein konvergent. Also auch eine alternierende. Wir machen mal den Sinus oder machen wir. Wir machen noch. Wir können ja auch. Also mein Beispiel, was die gleiche Qualität wie ihr Sinus hat, wäre die Folge minus
1 hoch n. Ja? Immer plus minus 1. Das heißt, bei n gleich 1 ist es minus 1, dann ist es plus 1, dann ist es minus 1, dann ist es plus 1, dann ist es minus 1, dann ist es plus 1. So. Das heißt, man denkt, die sind alle gegen 1. Ah, nein, das bricht immer aus. Ja, das geht immer nur runter. Die gehen nicht in die Umgebung. Machen Sie die Umgebung sehr klein um die 1, dann liegen aber immer noch die draußen. Das heißt, Sie können so weit gehen, wie Sie wollen. Sie werden niemals einen Punkt erreichen, wo Sie alle hier drin liegen. Machen Sie einen Bereich um die minus 1, dann liegen da auch ganz viele drin, aber eben nicht alle. Und das heißt, es konvergiert auch nicht gegen die minus 1. Und machen Sie es um die 0, dann ist es vielleicht im Mittel, aber liegt gar keiner drin. Das Ding konvergiert nicht. Das nennen wir dann divergent. Für die, die es wissen wollen, das ist, ne, ist egal. Diese minus 1 und plus 1 heißen Häufungspunkte. Da passiert ja was Besonderes. Das sind ein Haufen von den Dingern, aber die konvergiert nicht. Wer heute schon zu viel gelernt hat, der vergisst die Häufungspunkte wieder. Diese konvergiert nicht. Eine andere, die nicht konvergiert, ist zum Beispiel die Folge n. Da ist es hier bei 1, 2, 3, die gehen nach oben. Ja, da können Sie keine Umgebung finden, um eine endliche Zahl, gegen die dann irgendwann mal gehen, sondern die wachsen halt wie bekloppt. Ja? Können die auch gegen X-Werte konvergieren? Gegen X-Werte konvergieren. Was heißt das gegen X? Sie meinen sowas? Da, ja. Nächstes Beispiel wäre n Quadrat. Genau, dann gehen die so. Das wächst dann noch schlimmer. Ja, und ist damit divergent. Also diese Beispiele sind alle divergent, weil sie nicht gegen was konvergieren. Ja, genau, okay, also das heißt, n Quadrat kann nicht konvergent zueinander. Also man könnte ja auch sagen, es wächst gegen einen Wert, nur dass dieser Wert eben nicht auf der Waagerechten liegt, sondern auf der Senkrechten. Nee, das geht nicht. Weil hier sind Ihre natürlichen Zahlen und Sie wollen ja jede natürliche Zahl abbilden in irgendwas. Das heißt, es hört ja nie auf. Bei n hört es nicht auf. Die geht nicht. Ja, genau. Sehr gute Frage übrigens. Also Sie denken sowas wie an 1 durch x, wo dann Asymptote hier gibt, so eine Polstelle oder sowas. Aber das kann hier nicht sein, weil Sie ja wirklich für jedes n können Sie abfragen, was ist der Wert. Und wenn Sie denken, oh, hier ist es jetzt schon da hoch konvergiert, dann fragen Sie einfach, was ist hier? Es muss weitergehen, ja? Die können ab irgendwann schon im Unendlichen oder sowas sehr nah daran sein, aber es geht trotzdem immer weiter in der Richtung. Ja. Es konvergiert immer nur gegen was Horizontales und das ist dann Ihr a. Man kann jetzt noch den Begriff der uneigentlichen Konvergenz einführen. Wenn man hier drauf guckt, sieht man ja schon, das ist was anderes als das. Das hüpft wie blöd und das hier wächst gegen was. Man könnte hier zum Beispiel sagen, das konvergiert gegen den Wert unendlich. Aber das mag man nicht so richtig, deswegen sagt man, das konvergiert uneigentlich gegen unendlich. Also diese beiden hier kann man sagen, sie konvergieren uneigentlich gegen unendlich. Und das heißt, sie konvergieren gegen unendlich. Ja. So, I. Wenn Sie jetzt Grenzwerte berechnen wollen von irgendwelchen Sachen, das brauchen wir. Wir brauchen das nur so, dass wenn man drauf guckt, sieht man, wo ist der Grenzwert. Dann wollen wir nicht mit diesen Umgebungen hantieren, was man machen könnte, aber wir wollen das nicht. Wir wollen schneller zum Ziel kommen. Dafür gibt es die sogenannten Grenzwertsätze. Haben die eine neue Nummer? Ich denke mal, das ist sowas Wichtiges. Das kriegt eine neue 2.3. 2.3 Grenzwertsätze. Und die sind durchaus sehr angenehm. Nehmen wir an, Sie haben zwei Folgen. Seien A, N und Bn konvergent gegen A bzw. B. Dann gilt das Folgende. Sie haben jetzt zwei Folgen
Und die sind beide konvergent, brav konvergent, in dem guten Sinne, nicht in dem uneigentlich konvergenten Sinne, sondern richtig gegen eine Horizontale gehen die. Dann können Sie sagen, dass der Grenzwert der Summe von den beiden Folgen, ja, Jesus, Bn, das ist der Grenzwert dieser kombinierten Summe. Ja, jetzt haben Sie zwei Folgen, also Sie haben hier Ihre Folge blau und rot, das ist die eine, das ist die andere, die konvergieren, jeder gegen ihren eigenen, das ist A, das ist B, das hier sind die BNs und das hier sind die ANs. Und Sie haben so zwei wunderschöne unabhängige Folgen, die beide brav konvergent sind. Und wenn Sie jetzt eine neue Folge haben, die daraus entsteht, dass Sie immer die Summe bilden von den beiden, dann kriegen Sie eine neue Folge und der Grenzwert dieser neuen Folge, erstens die neue Folge konvergent und zweitens der Grenzwert, die Summe aus den beiden Dingern. Das hier ist dann A plus B. Ist ja offensichtlich, ja? Die eine geht dahin, die andere geht dahin. Wenn Sie immer addieren, dann gehen die beiden gegen die Summe. Ja, ich habe es da geschrieben, ich schreibe es hier auch. Das A ist ja per Definition der Grenzwert der ersten Folge und das B ist der Grenzwert der zweiten Folge. Sie können es auch so schreiben, das sieht aus wie bei dem Summenzeichen. Ja, Summenzeichen von der Summe ist Summe der ersten zur Summe der zweiten, sowas in der Art. Sie können das auseinanderziehen. Wenn Sie sagen, ich nehme meine erste Folge und multipliziere jeden mit einer Konstanten. Das heißt, Sie machen jeden größer um einen gewissen Faktor. Dann kommt am Ende auch das C-fache von dem Grenzwert. Ja? Bei dem A plus B haben wir jetzt quasi die Grenzwerte von A und B genommen schon. Also wenn jetzt kein Flex mehr dran steht, sind das die... Ja. Okay. Und das ist der Grenzwert von dem, also das ist... Ich hatte mir gesehen, dass wir jetzt einmal die ganzen Indizes und die das weglassen. Das, richtig. Das kann man einfach schreiben. Nee, das habe ich, den Grenzwert nenne ich A. Okay. Deswegen kann ich das so schreiben. Sie können Ihren Grenzwert auch anders nennen. Das ist jetzt nicht, dass man das immer so machen muss oder so, ja. Zum Beispiel, was würden Sie denn machen, wenn Sie haben Limes 1 durch ja, N? Dann, Sie haben gar kein A. Nicht jede Folge hat ein A immer da drin stehen. Das ist in dem Fall hier definiert, der Grenzwert dieser Folge ist A und deswegen ist das, ja. Und hier, wenn Sie jetzt jedes einzelne Folgeglied mit 2 multiplizieren, dann kommt am Ende auch der doppelt so große Grenzwert raus. Kann ja nicht anders sein. Das heißt, das gilt hier. Und das ist, wenn Sie es wollen, gleich Limes n gegen unendlich von dieser Folge an. Wir können auch noch das Produkt machen und dann funktioniert das auch. Und wir können noch die Differenz machen und dann funktioniert das auch. Die Differenz steht ja schon hier, das kann man auch mit Minus, Quotienten. Limes von an mal bn, das ist ein bisschen interessanter, weil das können Sie bei den Summen nicht machen, ist gleich a mal b. Also Limes an mal Limes bn. N gegen unendlich, n gegen unendlich. Das ist super schön praktisch, kann man auseinanderziehen. Und dann noch den Quotienten, muss dahinter leider, Limes an durch bn ist gleich a durch b. Hier wäre es besser, wenn das b ungleich 0 ist, das schreibe ich für die aufpassen mit den Nullen. Weil sonst kracht das, ja? Also hier oben kann es alles Mögliche sein, das kann auch eine Null sein, aber wenn das hier eine Null ist, dann geht es halt kaputt. Ja, ja. L'Hôpital ist eine Regel, die habe ich gar nicht besprochen und wir können auch noch nicht differenzieren.
wir werden nicht in dem Moment werden wir nicht, wenn wir das nicht brauchen. Ja, das können Sie machen, aber das werden Sie nicht brauchen. Also wer jetzt nur Bahnhof versteht, L'Hôpital anwenden, differenzieren, keine Sorge. Das brauchen wir nicht, da kommen wir hin, brauchen wir nicht. Im Moment kann man das nicht. Wir machen mal ein Beispiel. Ich meine, das ist abstrakt, Beispiele sind schöner. Auf, ab. Plus 1, plus 2. Das ist eine tolle Folge, ja. Der erste Wert ist halt, wenn n gleich 1 ist, irgendwas, keine Ahnung, kann ich nicht aus... Ist halt und ja, man müsste es gleich mal aufmalen, wie es aussieht. Aber wir können mit dem, was wir bisher wissen und diesen Grenzwert setzen, bereits sagen, durch Hingucken, was ist der Grenzwert. Und das ist das Level, was wir hier brauchen. Wir rechnen also, wir sagen, das ist die Folge, also Beispiel, das ist unsere Folge und jetzt wollen wir den Grenzwert davon ausrechnen, Limes von diesem 2n minus 6 durch n plus 2 für n gegen unendlich. Jetzt sehen Sie, also Sie merken sich, Bruch in diesen n's, kürzen Sie so weit wie möglich das dass die höchste Nennerpotenz soll verschwinden. Also hier steht ein n, so hauen Sie das n raus, dividieren Sie Zähler und Nenner durch n. Sie haben Limes 2 minus 6 durch n geteilt durch 1 plus 2 durch n. Warum durch n? Weil dieses 1 durch n kennen wir. Ja? Unsere Folge, die Nullfolge von vorhin, wir wissen, dass der Limes von 1 durch n für n gegen unendlich gleich 0 ist. Es möchte also so viele 1 durch n Folgen konstruieren wie möglich. Hier ist ein bisschen komisch, aber da sehen Sie 1 durch n, 1 durch n. Und jetzt reißen wir das ganze Objekt auseinander mit den Grenzwertsätzen. Das heißt, wenn wir Quotient haben, dann können wir den Limes auch nach oben und nach unten verteilen, nach der Regel da. Das heißt, das hier ist das gleiche wie Limes von 2 minus 6n durch Limes von 1 plus 2 durch n. Jetzt reißen wir das wieder auseinander mit der Summe. Das heißt, das hier wird Limes von 2 minus Limes von 6 durch n und das ist Limes von 1 plus Limes von 2 durch n. Und das reiße ich jetzt nochmal auseinander mit dieser konstanten Zahl c. Das heißt, das hier ist Limes von 2 minus 6 mal Limes von 1 durch n geteilt durch Limes 1 plus 2 mal Limes von 1 durch n. Bitte? Sie sagen dort, soll man das schon direkt erkennen, was los ist, was Basis ist, da auch steht so. Ja, ja, wenn, sobald ich das durchargumentiert habe, werde ich Ihnen sagen, wie Sie es da sehen. Wenn Sie es jetzt schon wissen wollen, was Sie machen müssen, Sie gucken, was ist der Koeffizient vom größten n, der größte n, da ist es 2, da ist es 1, Sie dividieren 2 durch 1, 2 ist die Antwort. Der Physiker später oder was auch immer sagt,
oh, wenn n so groß ist, wenn ich jetzt zweimal was Großes habe, dann ist das ganz groß, dann interessiert mich das gar nicht, ob ich 6 abziehe. Wenn das schon eine Zillion ist, dann kann ich die 6 auch vergessen. Das ist sehr groß, schmeißen Sie das weg. Schmeißen Sie es mal weg. Das n ist auch groß, schmeißen Sie 2 weg. Jetzt kürzen Sie die n, bleibt die 2 übrig. Die 2 wird der Grenzwert sein. Das hier ist die saubere Argumentation mit den Grenzwertsätzen. Aber diese Schritte machen Sie im Kopf. Da ist eine Frage. Ja. Sie können da die Antwort hinschreiben. Ich will explizit sein. Ich muss mal was zur Zeit und zum Tempo sagen. Ich will das Tempo etwas drosseln. Ich weiß, dass es sehr schnell geht. Ich hatte gehofft, dass ich Ihnen so viel Material geben kann, dass Sie den Übungszettel schaffen können. Dazu hätten wir die Reihen besprechen müssen. Das schaffen wir heute nicht mehr. Wir müssen uns ein bisschen einpendeln. Ich habe nicht gedacht, bei Pingo brauchen wir so lange. Ich habe nicht gedacht, bei dem Intervall. Wenn ich unser Tempo in der Zukunft besser einschätzen kann, stressen wir uns auch nicht mehr zu Tode. Das mit dem Übungszettel, die letzte Aufgabe mit den Reihen, die können Sie sich wieder schenken, ja? Die schieben wir wieder. Wenn Sie sie schon gemacht haben, kein Problem, Sie werden dann belohnt beim nächsten Zettel. Also die Aussage ist, wir machen das langsamer. Die Reihe, die geometrische Reihe der letzten Jahre. Hören Sie noch, einen Satz noch, einen Satz. Ah! Einen Satz noch. Wenn Sie... Nur noch diesen... Moodle. Schreiben Sie sich in Moodle ein. Da kriegen Sie Informationen. Ich werde Ihnen erzählen, was Sie machen müssen, was Sie nicht machen müssen. Wir müssen halt jetzt hier ein bisschen korrigieren. Die Zeit ist einfach abgelaufen. Und wir müssen es da halt irgendwie arrangieren. Und ich erzähle Ihnen auf Moodle, was der aktuelle Übungszettel eigentlich sein soll. Und da kriegen Sie Informationen. Wir sehen uns morgen und arbeiten durch diese Dinge einmal langsam durch.